So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Campfire Legends für Hookman. Ich habe mir das jetzt gar nicht weiter groß angeguckt. Ich habe da noch ein bisschen rumprobiert. Ich bin mir jetzt allerdings immer noch nicht so ganz sicher, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Müssen wir die zwei... Ja, müsste jetzt eigentlich funktionieren. Oder? Ja, sehr gut. Wunderbar. Und es öffnete sich die Tür. Uiuiui. Zufindende Objekte. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was brauchten wir denn jetzt überhaupt? Ersatzreifen, Rad. Wagenheber, Elektrokabel, Kofferraumschlüssel und den Meißel. Das sollten wir da. Okay, warum nicht? Gucken wir mal hier hinten auf den. Offenbar ist das ein Lochkartenstanzer. Ja, nee, ist klar. Und. Machen kann ich da. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Was haben wir hier? Benzinkanister, Flasche. Noch ein Rätsel. So wie das auf der Bootshaustür. Dieser Ort jagt mir langsam wirklich Angst ein. Okay. Aha. Alles klar. Ach, lustig, lustig. Okay. Den müssen wir da rüber kriegen. Da, sehr gut. Das war jetzt nicht ganz so schwer. Gucken wir mal. Ja, seltsam. Alles Habseligkeiten einer Frau und teilweise verkohlt. Noch seltsamer. Wir können davon nichts anklicken, nichts wegschieben. Brauchen wir wahrscheinlich noch nicht. Nun gut. Was ist das? Hier ist jetzt aber auch nichts. Wo ich sage, das brauchen wir gerade. Sieht aus wie ein alter Plan des Stillwassersanatoriums. Was sollen wohl diese Koordinaten und Kreise bedeuten? Okay. Ach, Leute. Ja gut, das hatten wir schon. Aber... Ich kann hier auch überhaupt nichts. Kann ich hier nicht... Nee, ich kann hier echt nichts machen. Gut. Hier ist weiter auch nichts. So, den Kofferraum. Ach, ich Idiot. Ey. Achso. Geht ja gar nicht. Ohne Schlüssel wird das ja wohl nichts. Ist doch furchtbar. Meißel, Schlüssel, Kabel, Wagenheber, Kreuz. Muss ich runter nochmal hier gucken. Alles andere wüsste ich jetzt nicht. Diesen Meißel. Der könnte ja durchaus hier irgendwo liegen. Hier drinnen wirklich gar nichts. Auch nichts, was man zur Seite räumen könnte. Merkwürdig, merkwürdig.
Ne, das sind wieder Spritzen. Überall Spritzen. Was ist denn in diesem Spiel kaputt, ey? Da war auch nichts. Ach. Guck mal an. Ja, dann machen wir mal ganz schnell den Kofferraum auf. Ne, müssen wir erstmal hier. Zack, hebel mal auf das Ding. So. Eine Pfeife, eine Zündkerze, Stift. Hier drinnen soll der Schlüssel noch sein. Da. Okay. Zündkerzen brauchen wir nicht. Die Pfeife sowieso nicht, Schrauben. Die brauchen wir alles nicht. Noch nicht zumindest. Gucken wir mal. Hier, da ist eine Leiche drin. Ein Ausbruch. Ja, habe ich auch immer mit. Aber schon mal ein Badeheber, das Ersatzbad. Das Kreuz, aber die Kabel befürchte ich mal. Na gut, wechseln wir den aufgeschlitzten rein. Jawohl. Machen wir. So, erstmal hoch das Ding. Er rutscht dauernd weg. Ich brauche was Hartes, Flaches als Unterlage. Zum Beispiel Retter. Oh Mann. Müsste Sitzbank. Kein loses Brett. Stäbe. Könnt ihr ein paar aus dem Boden reißen. Aber das will sie scheinbar nicht. Was hier denn? Lose Bretter. Nur so ein Holzklotz geht natürlich auch nicht. Da ist doch schon ein tiefes Loch drin. Die Leiche interessiert uns immer noch nicht. Bretter. Bretter. Das Ding können wir nicht nehmen. Schaufel auch nicht. Oh. Ja, ich habe ein Brett gefunden. Wahnsinn. Das sah eben aber noch ganz anders aus, das Brett. Machen wir den neuen ran. Ich hab's nur. Super, nur eine einzige Ratenmutter und ich brauche vier. Moment, ich glaube, im Kofferraum ist ein Gefäß mit solchen Kram. Die eine nehmen wir schon mal mit. Oh Gott. Oh nein. Oh Mann, ist das gemein. Also im Normalfall würde ich das jetzt mit der Hand alles aus, so ein bisschen auseinander schieben. Hier, das ist ja wohl eine oder was? Ne, die nimmt er nicht. Ah, okay. Gut. Ich habe doch alle vier, ne? Die gar nichts sagt. Ja, natürlich muss ich auch noch alle einzeln an die Position. Sehr gut. Spitzmäßig. Gut. Patrick? This isn't funny, Patrick. Jetzt suche ich Patrick und dann nichts wie weg hier. Ich habe die Kabel doch noch gar nicht. Ich muss doch noch die Kabel finden. Patrick, bis. Ich glaube nicht. Allein der Schädel da oben, das sieht ja jetzt aus. Das ist die falsche Richtung. Er ist weg. Vielleicht ist er ins Bootshaus gegangen. Okay. Ja.
Alles klar. In der Maschine scheint eine Nachricht festzustecken. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche Maschinenteile sehe. Okay. Aufzeichnung Nummer 054, Dr. Haken. Uns wurde mitgeteilt, dass Sie gegen die Bestimmung des Vorstands gehandelt und eigenmächtig mit Formel X76 experimentiert haben. Wir teilen zwar Ihr Interesse an Wiederbelebungen. Und den Rest kann ich nicht mehr lesen. Okay. Ich brauche den Kodiermaschinengriff, eine Papierrolle und einen Knopf. Will ich den Knopf nehmen? Nein. Ein, aus, okay. Soll sich das denn hier alles befinden? Jetzt gucke ich einfach mal ganz doof nochmal hier auf den Tisch. Aber nein. Sieht nicht so aus, als würden wir hier was finden. Hier oben die Karte brauchen wir nicht nochmal angucken. Da ist der Hebel. Der rote Knopf. Hier, den, ne? Nehmen wir doch den. Auch die Fesseln hier, also ganz komisch. Spritzen, Fesseln, was ist hier eigentlich kaputt? War hier drin was? Nee. Marien, Rosen, verbranntes Buch. Habe ich auch noch was im Auge, meine Güte. Ah, das hier oben. Können wir damit was Schönes machen? Geht schon mal. Das Guide. Kann ich nicht hier den Knopf nehmen? Ja. Das habe ich nun nicht als Knopf enttarnt. Geht aber. Aber jetzt zeigt doch sogar das Rädchen an, warum. Ah, jetzt nimmt er ihn. Die Papierrolle. Wieder, ne? Super, das funktioniert. Jetzt sollten wir die zerrissene Lochkarte untersuchen. Sieht aus wie eine Maschine, für die eine Lochkarte gebraucht wird. Aber ich kann ja... Ich habe doch gar keine Lochkarte. Was soll denn das? Ich habe keine Lochkarte. Ja. Die nimmt er nicht. Die auch nicht. Das ist nichts. Das ist ebenfalls nichts. Hier war auch keine drin. Nee. Ich nehme jetzt einfach mal ein Käferchen. Nee. Witzig. Ach so. Ich hab da doch rumgeklickt. Warum ging das denn eben nicht? Finden wir die Stückchen. So ein gemeines Schiff. Scheinbar keines. Okay. Gar nicht
so leicht. Ja, ja, weiß ich, sie überall. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die alle hier drinnen sein sollen. Das hier unten. Das ist nichts. Das ist nichts. Hier war nichts drin. Zumindest sehe ich nichts. Da auch nicht. Hm. Das ist ja dösig. Das Stück hier zählt aber nicht dazu. Ne? Nee. Ja, man weiß ja nie bei dem Spiel hier. Da ist noch eins. Okay. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Hm. Wo habe ich das irgendwo gesehen? Hey, nein, das ist nicht. Fenster ist nicht. Hm. Oh, kleines Kartenstück. Ah, wieder das Phänomen. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Gerade du da. Du hast das schon gesehen. Ich aber noch nicht. Ich will ja eigentlich gar nicht die Hinweise benutzen, aber ich will natürlich jetzt auch nicht hier irgendwie 20 Minuten suchen, weil ich es auch so finden kann. Das sind alle. Jetzt können wir die Nachricht rekonstruieren und wir puzzeln wieder, nicht? Natürlich. Aber selbstverständlich puzzeln wir wieder. So, das ist ganz klar. Das muss so rumgehören. Das wird wahrscheinlich... Oh, wir haben Tesafilm. Den mussten wir nicht mal finden. So. Das würde ich sagen. Kommt dahin. Hey, noch einmal bitte. Danke. So. Einmal so wahrscheinlich. Das drehen wir hoch. So. So. Ja. Das ganze Stück, denke ich mal, dagegen. Das ist klar. Und daran. Einmal drehen. Dran, dran. Fertig. Sehr gut. Und mit dem ganzen Teaser-Film da drauf. Super. Aufzeichnung Nummer 0 oder D? Wir sagen mal 0. 5-4. Dr. Haken, uns wurde mitgeteilt, dass Sie gegen die Bestimmung des Vorstands gehandelt und eigenmächtig mit Formel X76 experimentiert haben. Wir teilen zwar Ihr Interesse an der Wiederbelebung von Gewebe, sind jedoch jetzt dem Ziel so nah, dass wir nicht tolerieren können, wenn Ihre Motive denen der Gruppe zuwiderlaufen. Sie lassen uns keine andere Möglichkeit. Wir beenden Ihr Projekt und stellen Sie unter Aufsicht des Teams von Dr. Lewis. Guardian, Ende des Webus. Okay. Da hat wohl jemand was verloren. Eine Position ist darüber nicht, bestimmt nicht ganz so glücklich. So, wo waren wir denn jetzt? Das Kabel, ne? Genau, Kabel brauchen wir. Ich weiß nicht, ich würde das ja nochmal im Kofferraum versuchen. Aber ob wir das da auch wirklich finden. Ja gut, das ist. Ja, nein. Was hat denn der hier im Kofferraum? Was war das?
Käferchen. Da liegt doch was, Mensch. Warum nimmst du das nicht? So, jetzt wirklich ein Kabel hier drin. Ich sehe draußen einfach keins. Aber hier drinnen leider genauso wenig. Ach komm. Ich sollte nur. Haben wir doch. Ach so. Wie hier meinte? Meint sie? Oh. Ah, okay. Jetzt geht es. Müssen wir jetzt alle zum Leuchten bringen oder müssen wir jetzt einfach nur alle ausmachen? So. Da springt nur der eine rum. Jetzt mal alle nach vorne. So. Ach so, geht ja gar nicht mehr. Ja gut. Die bewegen sich immer entgegen. Also für Sonne-Rätsel bin ich wirklich nicht geschaffen, das kann ich euch sagen. Die drei. Was läuft denn da mit drei? Oh. Sehr gut. Oh nein, das sehe ich ja jetzt erst. Ach, da ist ja eine Skizze. Ach, verdammt. Das war's, glaube ich. Und jetzt mal sehen, worum es in der anderen Nachricht geht. Dann müssen wir jetzt wieder hier hin. Und einmal runter. Aufzeichnung A780 Guardians. Gute Nachrichten. Dank der Bemühungen von Dr. Louis nähert sich unsere Arbeit ihrem Abschluss. Wir werden das Gerät bald aktivieren können. Niemand weiß von den Experimenten mit dem Stillwater-Patienten und dabei muss es auch bleiben. Vorerst haben wir den Hintereingang durch die Rosenbüsche im Wald getarnt. Vergessen Sie Ihre Verschwiegenheitsverpflichtung nicht und möglicherweise kommen wir später auf Sie zurück. Guardian, Ende des Memos. Okay, hinter den Rosenbüschen. Ach, jetzt kann man da auch gucken, ja? Schlechte Nachrichten, Haken ist entkommen. Aber er hat die Warnung verstanden. Seine Familie kam in diesem Feuer um. Wir wissen, dass einige die Maßnahme zu drastisch fanden. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Sache in Gefahr gerät. Nicht, wenn das Ziel so nah ist. Ich glaube nicht, dass wir je wieder von Haken hören. Angesichts seiner fehlgeschlagenen Experimente kann er nicht nur zur Polizei gehen. Entschuldigung, kann er nicht zur Polizei gehen. Unser Informant bei der örtlichen Polizei hält uns andere Störquellen vom Hals. Guardian. Ja. Friedhof. Da hinten leuchtet er. Vielleicht ist Patrick ja dorthin gegangen. Ja, genau. Der ist über die Rosen gesprungen. Ach, wie toll, ein Friedhof. Wunderbar. Ist ihm nichts Besseres eingefallen. Oh Mann, was für ein unheimlicher Ort. Ja, nein, überhaupt nicht. Hier Schädel, die leuchten. Wunderhübsch. Oh, das wird ja immer besser. Teddy. Teddy. Na gut. Ich kenne den Zugangscode nicht. Nee, ich auch nicht. Tut mir leid.
Oh nein, das heißt, Dr. Haken will all diese Leute umbringen. Ja, genau, das kann man natürlich sofort daraus schließen. Also wir wissen sofort, Haken wohnt hier unten. Und wir wissen auch sofort, dass das hier sein Altar ist mit Leuten, die er umbringen will. Ja, okay. Aber auch hier ist kein Kabel. Schweinerei. Die Frage ist jetzt natürlich, was sollen wir hier unten eigentlich genau tun? Überall diese Symbole hier. Aber ich habe so das Gefühl, wir hätten das Kabel erst finden müssen, oder? Obwohl... Nee. Das ist wieder so ein Ding. Mal merken, ne, das ist bestimmt wie mit den Sicherungen. Kann man denn hier auch noch irgendwo hin? Oder gibt's... Ne, das ist ein Schlauch. Kann man wieder in den Wald. Lass uns mal gucken hier. Hm, vielleicht in dieser Krypta. Ja, ne! Ja. Aber was? Aber was in dieser Krypta? Ich suche doch aktuell nur... Ich suche doch nur ein Kabel. Hier ist ja auch schon. Ach nö. Was sollen wir jetzt? Was sollen die Dinger da? Hä? Achso. Noch ein. Moment, im Bootshaus habe ich sowas gesehen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Was haben wir denn hier noch? Boah. Okay. Noch 5 Spiele vielleicht. Oh. Eine Patientenakte über mich? Was macht die denn hier? Okay. Fingerabdrücke. Röntgenfotos von der rechten Hand. Na gut. Keine Ahnung, was das jetzt natürlich zu bedeuten hat. Gucken wir mal einfach ein Stück weiter. Zuerst mal sollen wir diese Dinger hier an. Die Augen, Alter. Halloween! So. Ach, diese Würfel müssen wir ja auch noch finden. Also gleich nach beiden am besten Ausschau halten. Okay, Zähne, oh, lecker. Ah, hier dann, da ist auch noch einer. Ah, von diesen Würfeln habe ich noch gar keinen gesehen. Vielleicht auch einfach nicht aufgefallen, ich weiß es nicht. Hey. Obwohl. Nee, hey, machen wir jetzt nicht. Ich will erstmal hier. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach so, dann Puzzleteil fehlt auch noch. So, das wären dann wohl alle. Und jetzt zurück mit ihnen, wo sie hingehören. Na gut, machen wir doch erstmal das eine fertig. Hallo? Ach, ich. Ja. Hier ist doch das Falsche geklickt. Okay, einige Versuche gehabt hier, oder? So soll das Ganze am Ende aussehen, verstehe ich das so richtig? Also die beiden stimmen so weit. Kommt der Unterschied? Genau, das war auch das da oben. Aha. War eine ganz tolle Idee. Aber... Ach, ich hasse sowas. So.
Das soll hier unten hin. Der Mond. So, die beiden Dinger da drüber. Aber die muss ich noch umtauschen. Die beiden einfach so rüber. Der Kreis da unten. Und hier wird der Freie bleiben. Oh Mann. Das kann ja lustig werden. So, das ganze Spektakel tun wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und